willkommen zurück zu einer neuen Folge Portal 2. Wir sind hier in Folge 29 dabei, in die siebte Testkammer von Abschnitt 5 zu gehen. So, jetzt habe ich es richtig. Und Alex, bist du dabei? Ja, let's go. Ich bin schon hier im Fahrstuhl. Peabody, das bist du. Wer bin ich nochmal? Atlas, ne? Atlas, ja. Genau. Nach diesem hier folgt nur noch ein Test. Ich weiß, eure Kerne entstanden Taschenrechnern, geeignet für simple mathematische Aufgaben und nicht für Tests. Doch wenn wir die Menschen retten können, dann lasse ich euch etwas addieren. Wer weiß, vielleicht sogar subtrahieren. Wow, wir dürfen ein bisschen rechnen, wenn wir den Test schaffen. Aber es ist der vorletzte, wir müssen danach noch einen. Und ist das dann wirklich der letzte oder nur der letzte für diesen Abschnitt? Das wissen wir nicht. Wir haben zumindest den Abschnitt 6 noch nicht gesehen im Hub und sind gespannt. Das könnte auch das letzte normale Level sein, weil die letzte Testkammer ist ja immer... Da müssen wir immer die Disk holen und anscheinend GLaDOS fertig bauen. Könnte sein, dass das Spiel danach zu Ende ist. Oh nein! Dann müssen wir uns besonders viel Zeit lassen. Wir hatten ja gesagt, mindestens 100 Folgen lang Portal 2. Was ist das denn für ein witziges Level hier? Da kann man ganz weit laufen. Ich sehe schon wieder ganz viele Sachen, wo wir gehen. Ach, guck mal! Da muss man eine Geschwindigkeit kriegen, ne? Das, oh! Da, ich weiß schon. Wir machen schon mal Portal, ne? Guck mal, mach mal so, ne? Und dann mache ich mal so. Und dann, jetzt geht's los. Achtung, ich werde jetzt The Flash. Pass auf. Da will ich hin. Hui! Siehst du, wie schnell ich bin? Okay, aber noch nicht so schnell. Das kriegen wir noch besser. Ich brauche noch mehr Gel. Ja, genau. Gib mal ein bisschen Gel. Ein bisschen Gel hier. Da oben. Und noch ein bisschen von da oben. Ja, okay. Noch ein Klecks von hier. Warte, ich, Aua, hast du weggeschossen? Ja, okay. So, jetzt alles vollgeschleimt. Und let's go! Wie schnell können wir mit dem Gel eigentlich werden? Bin ich schon durch die Zeit gereist? So richtig schnell bist du noch nicht, aber... Bist du noch schneller? Das ist schon echt flott. Ich glaube, schneller werde ich nicht. Au! Und man kann gegen die Wand laufen, ja. Gegen die Wand. Also hier zum Beispiel haben wir einen Katapult. Eine Wand mit Katapult. Willst du mal? Ja! Warte, ich nehme Geschwindigkeit auf. Und dann kannst du ja das... Ne? Ja. Oh, ich laufe gegen die Wand. Das ist, wenn man einmal zittert, ne? Jetzt geht's, glaube ich. Hui, ich bin bereit! Wow! Wo ist denn hier? Da ist kein Boden! Wo schießt du mich denn hin? Überraschung! Wenn ihr diese Strecke nicht abschließt, müssen diese Menschen sterben. Ach, GLaDOS, was interessieren uns denn die alten Menschen? Wir sind Roboter. Also, um nochmal etwas zielführender zu sein, als wir es bis jetzt waren. Hier ist der Exit und wir brauchen dazu einen... Würfel. Einen Würfel. Und der Würfel ist... Da. Irgendwo. Da. Kaution, Würfel. Das heißt, du musst den fangen, oder was? Nee, du musst den fangen. Das. Oh, guck mal. Was denn? Ein Schalter. Ja, da kommt jetzt ein Würfel rausgefallen. Oder der fällt dann ins Wasser oder was? Oh, okay. Ja, der fällt einfach ins Wasser. Was ist das für eine Markierung hier? Nix, ne? Oder was? Weiß ich nicht. Keine Markierung. Hier ist noch ein Schalter. Was passiert da? Wow! Oh, ach so, der macht das Ding hoch. Aber dann ist das getimed. Ah, okay. Landet der Würfel da drauf? Nee. Das heißt, da müssen wir jemanden... Wir müssen das Gel da durchkotzen. Wirklich? Auf diese Strecke. Damit wir schnell hin und zurück laufen können. Also den Würfel holen und dann zurück. Ich glaube, du kannst einfach runterfallen, oder? Dann von da. Nein, das ist doch langweilig. Okay, okay. Aber vielleicht geht es. So. Achso, jetzt fehlt... Achso. Magst du den Knopf nochmal drücken, bitte? Ja, mach ich. Und gedrückt. Schnell, wir schaffen zweimal Gel. Mehr Gel! Mehr Gel! Das kotzt ja überall hin.
Noch einmal. Es hat ungefähr gar nicht getroffen. Nee. Nun denn, dann müssen wir wirklich wohl zurück. Gut, soll ich den holen? Ja. Irgendwie. Aber hier sind auch noch irgendwelche Sachen hier, ne? Also da kann man auch noch Portale machen. Ah, das müssen wir vielleicht auch noch begehlen. Damit. Ach, du musst zum Schalter, ne? Oder damit was? Man rechtzeitig zum Schalter kommt und das Portal und so weiter setzen kann. Okay. Dann wollen wir mal, ne? Ich fange schon mal an, schnell zu laufen. Gehen wir mal hier. Und schau dir dabei so lange zu, was du da so machst. Du. Okay, ich glaube, es hat funktioniert. Ich übe das einmal kann hier. Kann man eigentlich auch seitlich laufen so schnell? Aua. Ich glaube, du musst andersrum laufen. Kannst du so rumlaufen, damit ich besser das Portal schießen kann? Warte. Seitlich, ja. Ach Mann. Also man nimmt auch seitlich Geschwindigkeit auf. Ja, guck mal! Hui! Das sieht ja abgefahren aus. Ja, so ist gut. Oh, das fühlt sich echt ein bisschen an, wie durch eine Zeitschleife zu laufen. Aber so ist besser zu zielen. So, ich vertraue jetzt darauf. Hast du schon vorher den Knopf gedrückt? Ich glaube, du musst erst den Knopf drücken. Nee, ich muss es wahrscheinlich dann erst drücken, oder? Nee, wenn ich losfliege, bin ich ja drüben im Wasser, bevor du den Knopf drückst. Sicher? Weiß ich nicht. Aber ja. Ah, das könnte sein. Bring mich nicht um, ne? Meinst du? Okay. Ja, du drückst, dann flitzt du rüber und dann. Alles klar, dann machen wir es nochmal anders, warte. Genau so. Das setzen wir schon mal. Und ich mache jetzt gleich das rote Portal in dein blaues, dunkelblaues, ne? Los geht's. Okay. Ich weiß, was noch. Warte mal. Bereit? Ich habe eine viel bessere Idee. Was denn? Komm mal her. Mach du mal hier diese beiden Portale. Dann brauchst du gar nichts mehr schießen danach. Dann mache ich einfach so. Ach so. Ja. Dann flitze ich hier durch deine Portale. Dann sagst du, wenn du den Knopf fertig gedrückt hast, und ich schieße mir selber meinen Ausgang. Ah, stimmt. Das geht auch. Okay. Aber wieso dann Flitzegel? Weiß ich nicht. Das sehen wir dann gleich, wenn das schief geht. Okay. Alles klar. Ich drücke. Bin gesprungen. Du musst den Würfel noch drücken. Hab ihn. Ja, geschafft. Jetzt ist doch schon alles gut. Ja. Wofür ist denn das ganze Zeug mit dem Gel gut? Keine Ahnung. Vielleicht damit es zwei verschiedene Möglichkeiten gibt, das zu schaffen. Wegen der Menschen, nicht alle sind Monster. Die meisten sind gute Testsubjekte. Ich glaube, auf 1 Million gute Testsubjekte kommt etwa ein Monster. So, so. Und das war's schon. Da schaffen wir noch eine. Auf geht's zur letzten Testkammer von Abschnitt 5. Wollen wir doch mal sehen, was uns da erwartet. Vielleicht gibt's ja Kuchen. Na. Portal schuldet uns noch einen Kuchen. Immer noch. Die Kammer liegt gleich hinter der Öffnung. Die Tür öffnet sich nicht, obwohl ich den Code eingegeben habe. Ihr müsst nun also das manuelle Schließsystem direkt an der Tür bearbeiten. Hey, aber hier ist doch die Tür ist doch offen. Na gut. Also was ist jetzt hier? Hüpfen. Oh, wir haben wieder Transporttunnel. Und Sprunggel und Flitzegel und. Ach du Heiliges, also eigentlich echt viel. Schalter. Ah! Rette mich! Oh, danke. Hast du das? Nee. Hast du nicht das Gel aktiviert? Nee. Das Sprunggel hier? Nee, hab ich nicht. Das kommt auch permanent mehr raus. Boinks. Gelflow. Ach, guck mal, hier leckt das ein bisschen. Da ist so ein Knopf. Blauer Gelflow. Gelfluss. Ah ja. Hier kommt, glaube ich, orangenes Gel raus. Das müssen wir aber mit dem Schalter machen. Und wurdest du denn abgeschossen? Weißt du das? Der ist schon
Anekdote, aber das war von hier. Also von hier. Ah, ja. Da stand der Roboter und der hat mich abgeschossen. Und da kann man kein Portal machen. Nee. Aber da. Ja, mach mal Gel hier hin. Da? Warte, ich mach das. Drück mal den. Och, shit, das geht nicht, oder? Das kann ich nicht. Nee. Mist, wie kriegen wir denn dann hier Gel hin? Was ist eigentlich hiermit? Ach so. So, mach mal den orangenen Schalter hier, also den da, wo wir stehen jetzt hier. Den? Genau den. Jetzt kommt hier gerade Gel. Aha! Aber es ist Flitzegel. Ja, Flitzegel. Oh. Und das kommt aber da. Aber es ist genau da gelandet, wo du natürlich auch ein Portal setzen kannst. Alles klar, dann ist ja alles klar, ne? Wo das dann hinfliegt, weiß ich aber nicht. Das musst du dann entscheiden. Das entscheide ich mal. Hui! Hui! Huch. Aha! Ich lasse das erstmal hier so, ne? Ja, ist gut. Ich springe so ein bisschen hin und her. Okay, warte, und wir haben noch mehr. Das sieht so lustig aus mit dem Gel. Wie sieht das jetzt aus? Naja. Weiß nicht, ob das klappt, aber. Soll ich mal gucken? Ja. Ich springe hier ein bisschen Trampolin. Mach mal. Hui! Jawoll! Sehr schön. So weit, so gut, ne? Türen sind immer abgeschlossen gewesen, war das, ne? Kommst du her? Kann ich machen. Vielleicht. Hilfe. So, wo muss ich die Portale setzen? Gar nicht. Ach, gar nicht. Oh. Okay. Cooler Stunt. Hier ist ein bisschen dunkel. Ist hier irgendwas an den Wänden? Nee, ne? Nö. Interessant. Pass auf vor Roboter und so. Oh, hier ist es kaputt, glaube ich. Ja, hier auch. Aber da sehe ich Licht. Ich kann das nicht beportalen. Hier ist ein Portal. Da kann man auch eins bauen. Hallo. Oh, warte. Okay, ich habe das coolste Portal von allen. Jetzt brauche ich nur eine Stelle, wo ich noch eins bauen kann. Wo wollen wir hin? Können wir da auch eins bauen? Ah, nee, das da. So, ich zeig dir mal was. Machen wir mein Portal nicht weg, bitte. Achtung, guck mal. Au. Geh mal aus dem Weg, bitte. Entschuldige. Ich spring da jetzt rüber, vielleicht. Hui! Au. Ich glaube, hier ist was im Weg. Oh. Ups. Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Ja, machen wir ja. Ja, machen wir. Ich bin schon wieder auf dem Treppengeländer gelandet hier. Also man kann da reinspringen, so viel ist schon mal da. Aber man kommt dann... Ach, und das da? Man kann dann nur hier drüben landen, auf dem Geländer, aber nicht... Ach, da kann man auch hin. Warte. Ach, Mann, ich will springen. Darf ich dein Portal benutzen? Wegmachen? Ja. Hui. Au. Ich glaube, ich bin drüben. Ja. Ich glaube, man muss da auch nicht dafür springen. Nee, ich glaube auch nicht. Oh. So? Okay. Also, das lasse ich. Ich glaube, einer von uns muss drüben bleiben. Der muss nämlich gleich den Sprung noch machen. Ah, okay. Aber das kannst du von hier aus auch bestimmt abschießen, oder? Weiß ich nicht. Geht das nicht? Also, hier kann ich jetzt noch eins setzen. Genau. Aber wo schickt uns das hin, wenn wir da durchhüpfen? Ich weiß es nicht. Wo bist du denn? Dahin können wir, ne? Oder können wir dahin? Nee. Okay, aber kannst du auch einfach so runterhüpfen, oder? Ich weiß nicht, wir kommen ja nicht übers Geländer rüber.
Also, aber wenn wir mit Vollspeed hier jetzt durchhüpfen, nützt uns das doch auch nichts. Wo landen wir denn dann? Naja, wahrscheinlich machst du das eine Portal irgendwie so. Das andere dann... Ach, da ist das zum Springen. Genau. Ja, warte, dann geh du mal zum Start. Geh du mal zum Start vom Level. Das geht gerade nicht, weil man... Wir mussten mir die Portale setzen, damit ich rüber kann. Ich? Ja. Wie mache ich das? Da, wo das rote ist, ein Portal. Ach, genau. Und da? So? Ah! Das war daneben, ne? Ja. Entschuldigung. Hört auf damit. Ihr müsst nur die Tür zur Kammer öffnen. Ach, heul nicht rum, GLaDOS. Oh. Ich bin gleich da. Hast du daneben gesprungen? Nein. Ich hab mich nur verlaufen. Langsam, ihr wollt die Menschen gar nicht retten. Also gut. So, kannst durchhüpfen, ist alles bereit, du bist dann am Ziel. Hast du da hinten schon ein Portal gemacht? Ja, ja. Du musst das aber aus der Sicht von hier machen, glaube ich, also aus der Startsicht, oder? Oder wie steht das da? Ach Quatsch, jetzt spring schon. Sagt er so. Ich sag dir das richtig. Nee, nach links musst du. Darunter? Nach links. Darunter? Darunter. Ah, sagst du so? Ja, ja. Hui, siehst du, du bist am Ziel. Tatsache. Jetzt sorgst du dafür, dass ich auch ans Ziel kommen kann. Geht das noch? Tatsächlich, das könnte klappen. Oh oh. Ah ja. Sehr gut, danke Timo. Ich versuche mal mein Glück. So, da und da und dann einfach rückwärts und dann bin ich da, wo ich eben war. So. Du schaffst es. Geronimo! Woohoo! Hallo. Aua, wo stehe ich denn jetzt? Schon wieder auf dem Treppengeländer. Ja, ein Speicherpunkt. Sehr gut. Und jetzt? Hast du es immer noch nicht raus, Timo? Nee, ich hab's noch nicht raus. Ich bin dabei. Aber man soll hier hoch. Du brauchst immer so lange. Ich weiß natürlich schon, wie es geht. Aber ich lasse natürlich den kleingeistigen Timo auch noch raten. Das war natürlich ein Witz. Aha. Was? So, aha. Blaues Gel und rotes Gel. Das ist, sagt doch schon alles. Oha, du bist so weit weg, dass das Spiel nicht mehr weiß, wo wir sind. Was? Ah, da drüben bist du, okay. Ja, pass auf. Okay. Pass auf, ich bin ganz Auge. Irgendwie müssen wir da hoch. Und es wird bestimmt gleich so gehen, pass auf. Ich sehe, das ist eine abgefahrene Idee. Ja, ich guck bei dir zu. Pass auf. Oh, das war nicht so gut. Ich glaube, da kannst du kein Portal hinmachen. Achso. Ja, ich gehe mal auf die andere Seite und guck mich da mal um. Da ist ja wahrscheinlich... Achso, dann muss ich das da hinmachen, ne? Vermutlich. Hä? Wieso? Achso, das hier ist der Ausgang. Gut, ich habe immerhin den Ausgang gefunden. Guck mal, jetzt machen wir das so, wie du wolltest. Wie wollte ich das? Ah, seitlich laufen.
Oh. Seitlich laufen ist nicht so leicht, ich sag dir das. So, ich komme jetzt zu dir. Oh. Soll ich dir einfach helfen vielleicht? Ja, na gut. Wo hättest du gerne ein Portal? Hier. Da? Und dann hoch, ja. So? Ja. Und dann? Wo noch? Da, wo das Gelbe ist. Oh. Ja, noch nicht jetzt. Ach so, Entschuldigung. Ich weiß nicht, wie man da hochkommt, ehrlich gesagt. Aber die Idee ist, dass ich irgendwie ganz schnell werde. Und dann schießt du mal ein dunkelblaues. Ah, fast. Oh. Gar nicht schlecht. Ich glaube, das geht. Gut. Oh, es ist... Aua! Ich muss erst gerade laufen. Meinst du, das geht? Ich weiß es ja, nicht. Ja, klar, irgendwas macht das bestimmt. Ich habe jetzt gerade nicht gesehen, was bei dir fast geklappt hat. Da. Oha! Nee, doch nicht. So? Oder geht es auf der anderen Seite besser? Vielleicht. Ach, keine Ahnung. Also, wir wollen da hoch, ne? Ja. Dann setze ich doch mal mein Portal dahin. So. Oh. Hui. Aua, da ist eine Decke. Wo ist denn? Ach so, da ist eine Scheibe. Okay, dann ja. Ist wir knapp daneben. So vielleicht? Ja. Und dann. Au. Da ist auch eine Scheibe im Weg gewesen. Aber nur knapp. Okay. Jetzt mache ich das gleiche wie du. Das wird ja dann auch nicht klappen, oder? Ihr bist. Aber ich war höher. Du warst höher? Ja. Frechheit. Ich will auch höher. Alles klar. Du kannst das Portal einfach selbst schießen gleich. Das okay. Dunkelblaue. Dann schieße ich dir die hier. Und dann, genau. Genau, und kippen. Ja, ja. Aber irgendwie. Achso, du hast das Portal ist nicht richtig gesetzt. Ne? In der Luft ja nicht richtig bewegen, ne? Ja. Und was wollen wir da oben? Müssen wir da auch stehen oder müssen wir nur einen Schalter betätigen? Oder gibt es noch einen Schalter, der dann Boden macht? Und wo ist das blaue Gel? Das wäre hier viel nützlicher. Aber das kriegen wir hier noch nicht, ne? Nee. Da stehen auch die orangenen Pfeile nach oben. Also, Da kann man nicht durch. Da hüpft man dann durch. Achso, das war nur fürs Gelkotzen oder was? Hier die beiden Portale oben eigentlich? Ich vermute das. Und wofür ist das hier dann noch da? Was wollen wir denn da oben? Oder müssen wir Gel da oben hin machen? Meinst du so? Keine Ahnung. Ist ja hier abgefahren. Ich weiß noch nicht, was das soll. Jetzt ist da Gel an der Decke, das ist ja ganz toll. Ja. Hier kann man sich reinstellen. Hui. Genau, alle rein. Ja, viel Spaß, Gel. Verliert das jetzt eigentlich an Impuls langsam? Ja, ne? Das heißt, hier gleich wabert das hier einfach so in der Luft vor sich hin und schwebt. Jetzt ungefähr. Sieht wahnsinnig lustig aus. Guck mal, wir haben jetzt so einen Gelwurm, der hier in beiden Ecken ist. Okay. Aber guck mal, wenn man, was du eben probiert hast, war ja, aus dem hellblauen Portal rauszukommen und dann rechts auf die Plattform zu springen, aus meiner Sicht. Rechts rauf? Ja. Das heißt, nicht aufs Glas? Nee, du hast versucht, genau, du bist hier raus und dann hast du versucht, rechts rauf zu springen, was natürlich nicht so gut geht, weil das hellblaue Portal nicht so gut. Okay, was ist anders? Das heißt, du hättest das entweder das hellblaue Portal andersrum platzieren müssen. Oder einfach woanders. Also zum Beispiel ja, wo denn? Ein Stück weiter vorne oder so.
Da? Oh nein, ich habe das Monster getötet! Guck mal, es hat sich verletzt. Ja, genau, da. Ich töte es jetzt komplett. Es ist tot. Na gut. So. Vielleicht kannst du mir das dunkelblaue nochmal schießen. Warte, ich muss kurz durchgucken, ob das gut gesetzt ist. Ich kann es aber nicht entscheiden. Doch, ist bestimmt hervorragend. Ach, jawohl! Ah, nee. Das war falsch rum. Was das war falsch leider rum? Falsch rum. Ah, das hellblaue ist falsch rum gesetzt. 180 Grad oder 90 Grad falsch rum? 180 Grad. Genau. Ist das jetzt richtig rum dann? Okay, nochmal probieren. Ich probiere nochmal. Ah, jetzt schaffen wir es. Hui! Irgendwie. Nee. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht nehmen wir ab jetzt deine Pläne. Das war mein Plan. Gut, ich würde sagen, wir gehen nochmal in uns und schauen in der nächsten Folge dann, ob wir einen Einfall hatten bis dahin, oder? Alles klar, machen wir das. Dann sehen wir uns hier in der nächsten Folge wieder mit einem super perfekten Lösungsansatz. Bis dahin. Bis dann. Tschüss.